Hallo, liebe App-Gefahrenleser. Wir haben den neuen Echo Spot hier für euch und ich würde sagen, als erstes schauen wir mal rein, was denn da überhaupt alles drin steckt. Und wenig überraschend, ein weißer Echo Spot. Der ist ab sofort bei Amazon erhältlich zum Prime Day für Prime-Mitglieder zum Einführungspreis von 49,99. Kostet sonst, ich glaube, knapp 90 Euro. Und ist ein kleiner Alexa-Lautsprecher mit Bildschirm. Was ist sonst noch drin in der Box? Nicht besonders viel, um genau zu sein, nur ein Netzteil. Leider wieder kein USB-C, aber immerhin hat das Amazon hinbekommen, zum weißen Echo Spot ein weißes Netzteil beizulegen. Und wenn ich die Produktbilder richtig deute, haben die anderen Farben auch entsprechende Kabel und Netzteile. Ansonsten haben wir nur noch eine kleine Anleitung, das Papiergedöns, was wir kennen. Und ich würde sagen, ich stecke den jetzt erstmal in die Steckdose und dann schauen wir weiter. So, da ist das gute Stück, eine richtige schöne kleine Knutschkugel. Das Display, man denkt im ersten Moment, ist hier das komplette Schwarze. Ein bisschen gefehlt, es ist im Prinzip hier dieser Ausschnitt. Das fällt auf, wenn man jetzt hier so Laufschriften hat und so weiter und so fort. Wenn man nur die Uhrzeit sieht, ist es eigentlich ziemlich cool gelöst, weil man tatsächlich denkt, das ist das ganze Display. Ansonsten haben wir oben Knöpfe zum Lauter- und Leiserstellen. Ich habe jetzt gerade mal die Lautstärke ausgemacht, damit es hier keine Copyright-Probleme gibt. Der Sound ist für so ein kleines Ding ja schon echt in Ordnung. Man hat einen spürbar bisschen kleinen Bass und man muss ja auch überlegen, wo stellt man sich das hin? Irgendwie ins Badezimmer, auf die Anrichte, auf den Nachttisch. Und wer jetzt da keinen Hi-Fi-Sound braucht, ja, der kommt damit durchaus klar. Und wenn ihr links und rechts am Nachttisch einen habt, könnt ihr auch als Stereo-Paar koppeln und habt dann natürlich noch ein bisschen mehr Sound. Also absolut in Ordnung, würde ich sagen, gerade auch gemessen an dem Preis von aktuell 55 Euro. Ihr könnt natürlich jegliche Befehle mit dem A-Wort durchführen. Man kann das Mikrofon auch ausschalten. Und ich denke mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen ran, damit ihr das Display seht, zeige euch noch so ein paar Sachen und dann wisst ihr Bescheid über den neuen Echo Spot. So, glaube ich, haben wir alle ein bisschen den besseren Blick. Wir haben jetzt hier eine Musikwiedergabe laufen. Ihr könnt das Ganze auch steuern. Ihr habt hier entsprechende Tasten zum Skippen. Wir können die Lautstärke auch mit dem Touchscreen einstellen, nicht nur hier oben mit den Tasten. Aber ich würde sagen, wir machen mal Alexa. Stellen einen Timer auf 30 Sekunden. 30 Sekunden, ab jetzt. So, und dann läuft die ganze Geschichte. Wird auch schön visualisiert. Sieht klasse aus. Finde ich ziemlich ansprechend. Wir sehen auch, wie lange der Timer ursprünglich lief. Wir können jederzeit auch zurückkehren zum Homebildschirm und da haben wir dann unsere Uhren. Da jetzt natürlich mit dem Timer. Und auch hier habt ihr Möglichkeiten, das Ganze weiter zu individualisieren. Wir können zum Beispiel verschiedene Zifferblätter wählen. Da zeige ich euch jetzt nach Ablauf des Timers nochmal ein, zwei Möglichkeiten. So, der Timer ist beendet. Das ist so das, was ich jetzt gerade ausgewählt habe. Wir könnten hier zum Beispiel auch so eine Ansicht wählen mit dem aktuellen Wetter. Die Sonne scheint, 22 Grad. Wir haben Donnerstag, den 11. Juli. Finde ich auch ganz fein. Hier nochmal ein bisschen minimalistischer. Dann wechselt hier oben Uhrzeit und Temperatur oder Datum und Temperatur. Und ihr könnt auch einfach nur sagen, ich will eine analoge Uhr. Kein Problem. Und hier denkt man wirklich, das wäre alles ein Bildschirm. Aber es ist wirklich nur dieser kleine Ausschnitt. Aber finde ich, ist prima gelöst. Auch hier nochmal einfach so dünn und dick. Insgesamt 6 verschiedene Designs. Ihr könnt dann aber auch noch hingehen und sagen, hey, boah, blau ist nicht so meins. Ich hätte gerne orange. Kein Problem. Ich hätte gern violett, gelb-grün, weiß der Geier. Ihr könnt auch Sachen machen wie Alexa. Schalte das Licht aus. Es gibt verschiedene Dinge mit dem Namen Licht. Das habe ich mir gedacht. Was möchtest du? Schalte das Licht in Office aus. Ich habe mehr als ein Gerät mit dem Namen Flutlicht gefunden. Gib den Geräten unterschiedliche Namen und führe die Alexa, Erkennung stopp. Erneut. Also ihr könnt auch eure Smart Home Geräte steuern, wenn ihr das vernünftig eingerichtet habt. Wir sind hier nicht so die Alexa-Fans. Wir nutzen eher HomeKit, deswegen ist das so ein bisschen durcheinander. Ihr habt auch gerade gesehen, das fand ich ziemlich cool, wie die Uhrzeit animiert war. Das ist echt spitze. Ihr könnt Kalender aktivieren.
Also Termine werden eingeblendet, die anstehen. Und ich finde es einfach, ja, es ist kein Echo-Show. Aber es ist das Nötigste, was man halt so auf dem Nachttisch braucht. Die Helligkeit passt sich automatisch an. Also wenn es dunkel ist, dimmt sich auch das Display. Ich finde es schon, ja, wirklich echt klasse. Dazu die Smart-Home-Steuerung, die auch über das Display funktioniert. Ihr könnt zum Beispiel die Temperatur einstellen von einem Thermostaten. Das ist echt eine klasse Sache. Ihr könnt auch Sachen fragen: Alexa, wie wird das Wetter morgen? Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen gibt es in Bochum Gewitter mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 20 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 12 Grad. Ja, also eine wunderbare Geschichte. Das ist der Echo Show, der Echo Spot, ein kleiner Echo Show mit einem Mini-Display, 55 Euro für Leute, die ja schon weitere Lautsprecher von Amazon zu Hause haben und die das optisch eine tolle Ergänzung finden, vielleicht auch für die Küche als, ja, kleine Uhr, gekoppelt mit einem größeren Sonos-Lautsprecher zum Beispiel. Ich finde es eine coole Sache. 55 Euro, von mir gibt es einen Daumen nach oben.